Willkommen zu einem Kurzvideo über das Abendmahl Jesu. Viele von uns Christen feiern dieses Mahl. Aber was machen wir hier eigentlich genau und warum? Das Abendmahl wird auch Mahl des Herrn, Tisch des Herrn oder einfach nur Brotbrechen genannt. Darüber lesen wir Folgendes: Dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieses tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieses Mahl war für die Jünger so extrem wichtig, dass sie es anfangs sogar täglich und später wöchentlich gehalten haben. Aber warum soll das Mahl so wichtig sein? Weil es der Sohn Gottes höchstpersönlich eingesetzt hat. Das ist die einzige Zusammenkunft, zu die unser Herr selbst aufgerufen hat. Dem Herrn selbst ist es so wichtig, dass er uns sogar befiehlt und spricht: Tut dies. Heute liegt die Betonung leider oft auf anderen Versammlungen und Inhalten. Viele kommen für die Lobpreisversammlung oder um die Predigt zu hören. Jedoch wird der Tisch des Herrn oft wenig geschätzt oder fast gar nicht gehalten. Dies soll bei uns nicht so sein. Dieses Mahl wurde auch an einem Fest eingesetzt, dem Passafest, weil beides untrennbar zusammengehört. Zum Beispiel beim Passafest sagt Gott: Dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Und über das Mahl in gleicher Weise: Dies tut als Erinnerung an mich. Und weil das Mahl zusammen mit dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde, gab es zu dieser Zeit nur ungesäuertes Brot im ganzen Gebiet Israels. Also kein Toast, Hefezopf oder auf was für Ideen wir sonst noch kommen könnten, wurde beim Mahl verwendet. Denn das macht auch Sinn, weil Sauerteig in der Bibel ein Bild auf das sündige menschliche Wesen ist. Und wenn Jesus sagt, das Brot ist sein Leib und wir verwenden dafür Brot mit diesen Bakterien oder Pilzkulturen nur aus Bequemlichkeit oder weil es mir besser schmeckt, mache ich Gott dadurch sicherlich keine Ehre. So, das bedeutet, wie Jesus sich selbst am Kreuz hingegeben und sein Blut für uns vergossen hat, zeigt genau das Mahl des Herrn in gleicher Weise das Brot, das gebrochen, und den Wein, der für uns ausgegossen wird. Aber gibt es mehr oder war das alles, was wir wissen müssen? Wir wollen uns noch einen extrem wichtigen Aspekt anschauen. Denn als das Volk Israel damals auch Gott die Ehre und das Lob in ihren Versammlungen brachte, sagte er zu ihnen: Ihr verehrt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist fern von mir. Oder: Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Sogar die Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Er möchte nicht einmal ihre Festversammlung riechen. Und über ihre Anbetung sagt Gott: Vergeblich beten sie mich an. Auch über ihre Lieder sagt er: Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Am Ende war Gott über all das wirklich erzürnt. Und warum? Weil ihr Alltag überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was sie am Ende für ihn veranstalten. Und jetzt gilt auch für jeden Gläubigen die Frage: Wie nehme ich an dem Mahl des Herrn teil? Und was sagt Gott zu meinem täglichen Leben? Denn beides gehört unzertrennlich zusammen. Wenn ich zum Mahl des Herrn komme und feiere dort den siegreichen Tod von Jesus Christus über die Sünde, aber ich selbst bin versklavt von Sünden jeglicher Art, am Mahl des Herrn lobe ich ihn für seine göttliche Feindesliebe, aber sobald mich jemand zu Unrecht behandelt hat, fangen gleich über denjenigen die schlechten Gedanken an, in meinem Kopf zu kreisen. Oder ich lobe Christus für seine Sanftmut, aber in meiner Arbeit verliere ich so oft meine Geduld. Regelmäßig die Bibel lesen macht mir Mühe, aber meine Lieblingsserie schaue ich fortlaufend voller Begeisterung. 6 Tage in der Woche lebe ich nach dem Fleisch und am 7. feiere ich das Mahl des Herrn. Was will der Herr uns eigentlich mit Brot und Wein zeigen? Beides zeigt ja sein Leben. Und was ist darin alles enthalten? Nicht nur die Vergebung aller Sünden, sondern auch die Befreiung von der Sünde. Wir haben darin den Heiligen Geist, die Versöhnung mit Gott, eine himmlische Bürgerschaft, ein zukünftiges Erbe.
Und wenn wir kraftlos sind, haben wir die Auferstehungskraft Jesu, Befreiung von ewiger Verdammnis, Friede, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Treue, die Liebe Gottes. All das und vieles mehr ist darin enthalten. Aber kann das sein, ich esse den Herrn, aber weiterhin ungehindert diktiert mein altes Benehmen und meine Gefühlslage den Alltag, ohne jegliche Veränderung und das eventuell über Jahre und bleibe immer derselbe Alte? Wirklich? Kann das überhaupt sein? Das soll nicht so sein. Der Herr hat uns mit dem Brot und dem Wein sehr klar vor Augen gestellt, was er möchte. Er möchte, dass wir ihn essen. Nicht nur äußerlich das Brot und den Wein, sondern ihn selbst, indem wir uns dabei zum Geist wenden und so Christus als das wahre Brot erfahren, während wir von diesem physischen Brot essen. Ansonsten ist es nur eine leere Tradition oder ein Ritual ohne Kraft und Wirkung. Denn Jesus ist perfekt rein, heilig, vollkommen. Aber jetzt soll dies von ihm zu uns. Er will sein ganzes Menschsein in uns hineinbringen. Kein Wunder, sagt Jesus, mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Natürlich redet Jesus nicht von seinem natürlichen Fleisch und Blut. Lasst uns dazu ein paar Verse lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort wurde Fleisch. Das heißt, dieses göttliche Leben in Christus kam in einer äußeren Erscheinung als Mensch, wie eine äußere Hülle. Und wie ist diese Hülle? Sie ist irdisch, schwach und sterblich. Aber Jesus möchte uns doch nicht so eine Hülle zu essen geben. Denn von diesen Eigenschaften haben wir eh schon genug. Daher bezeichnet Jesus generell das Fleisch und inklusive seines eigenen Fleisches als nichts Nütze. Aber die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es geht nicht um die sterbliche äußere Hülle, sondern um das Wort, um den Geist und sein Leben. Das sollen wir in uns hinein aufnehmen, das sollen wir verinnerlichen, in uns hineinbringen. Es soll wachsen, zunehmen und uns mehr erfüllen. Das Wort Gottes, das Fleisch wurde, hat alle Versuchungen überwunden und die Sünde besiegt. Ja? Genauso sollen aber auch wir jetzt durch sein Wort, sein Geist und sein Leben das auch erfahren. Und wie? Indem wir ihn essen. Daher ist dieses Mal auch kein bloßes Symbol oder etwas rein Äußerliches. Vielmehr, wenn wir dieses Mal in der Wirklichkeit feiern, essen und trinken wir geistlich den Herrn in Wirklichkeit. Und das hat eine wunderbare Verheißung. So wird auch wer mich isst, um meinetwillen leben. Und genau dafür hat Gott durch seinen Sohn dieses Mal eingesetzt, dass wir davon essen und trinken. Ja, am Ende ist der Tisch leer, aber wir sind voll. Wir sind im Glauben gestärkt, um dann in unserem täglichen Leben dieses gefallene Fleisch- und Seelenleben zu überwinden. Und das bewirkt eine Veränderung in uns, für die wir unserem Gott die Anbetung und Ehre beim kommenden Mahl des Herrn zurückbringen. Aber was ist, wenn ich esse und trinke, aber leider persönlich im Alltag dann durch das Fleisch zu Fall gekommen bin? Soll ich lieber vom Mahl des Herrn fernbleiben? Niemals. Dadurch lässt Gott auch Dinge bei uns zu, damit er uns tiefer behandeln kann. Aber wir haben diese Speise so nötig. Die Lösung ist, dass du Christus isst. Daher kehr schnell um zu Gott und greif zu. Wie wunderbar. Dann können wir ihm trotzdem danken, dass er uns vergibt und uns stärken lassen, das nächste Mal durch ihn zu überwinden. Wie im Physischen. Wir hören auch nie auf zu essen und zu trinken, egal was passiert ist. Daher ist dieser Kreislauf wie ein Zentrum in unserem Leben. Und selbst Jesus hat schon voller Vorfreude gesagt, dass er genau dieses Mal bei seiner Wiederkunft erneut mit uns feiern möchte. Lasst uns daher bei diesem Mal immer mehr erfahren und schmecken, dass der Herr gut ist.